Schnitzeljagd einmal anders, digital und für ältere Menschen. Die dafür notwendigen Apps wurden von einigen Teilnehmern genutzt, um eine Route selbst zu entwickeln. Und für jede richtig beantwortete Frage gab es 100 Punkte. Der Vorteil hier ist jetzt, wenn wir so ein bisschen diese Funktion benutzen, dass wir in etwa sehen, wie groß die Wegstrecke sein wird und auch, was so eine durchschnittliche Zeit sein wird. Da sollten wir ruhig vielleicht ein paar Minuten dazu rechnen, weil man ja auch miteinander spricht und vielleicht auch eher gemütlichen Schrittes unterwegs ist. Keine Internetverbindung. Nicht. Jetzt hört ihr klar. Auf der rechten Seite der Waldstraße in Richtung Märkisches Museum bis zum Haus Nummer 42. Ein Stück bloß reicht doch vollkommen. Wir gehen nun um das Gebäude in den Innenhof herum, in den Innenhof des Museums. Was sind die Themenschwerpunkte im Märkischen Museum? Technik, antike Kunst, Kultur und Geschichte. Wir nehmen Kultur und Geschichte, ne? Hast du gesagt? 100 Punkte. 100 Punkte, richtig. Super. Fotografieren Sie den Alexanderplatz auf einem Modell Ihrer Wahl. Punkte, das ist der richtige Code. Oh, warum ist denn das jetzt hier weg? Da ist er. Nö. Actionbound. Da ist er. Wie heißt der letzte original erhaltene Arbeits- Dampfschlepper im historischen Hafen. Hinweise finden Sie auf einer der Tafeln. Funktionsfähige und aktive Schlepper heißt Andreas. Er wurde 1944 gebaut und ist der letzte in Deutschland gebaute Schlepperdampfer für Binnengewässer. Wir begeben uns nun auf die Inselbrücke, unserer letzten Station für heute. Glückwunsch! Die Schnitzeljagd ist nun zu Ende. Geschafft. Sehr schöne Runde. Sie haben sich eine Stärkung verdient. Juhu. Wir laden Sie zum Abschluss
auf einen Imbiss in die Hafenbar ein. Oh. Wo ist die denn? Im Namen unseres Projektes Digital Mobil im Alter von meinen Kolleginnen Dennis Taskiran von Telefonica O2 und Laura Hensch von der Stiftung Digitale Chancen, der Organisation, der auch ich angehöre, also der Stiftung Digitale Chancen. Ja, und uns interessiert jetzt natürlich ganz brennend, wie fanden Sie denn unsere heutige Schnitzeljagd, unseren gemeinsamen Spaziergang? Hat Ihnen das Freude gemacht? Ja.